die aktuell heiß erwartete Lebenssimulation Life by You, welche eigentlich im nächsten Monat in den Early Access gehen sollte, wurde jetzt offiziell verschoben. Was dahinter steckt und welche Probleme die Entwickler in der Zeit angehen wollen, gibt es jetzt. Nachdem wir in der Vergangenheit bisher als fast einzige Lebenssimulation die Sims spielen konnten, wurde schon vor einigen Monaten ein neuer Sims-Konkurrent angekündigt, Life by You. Dieser sollte ursprünglich schon recht bald, um genau zu sein, am 12. September in den Early Access, also eine extrem frühe Vorversion des Spiels, gehen. Hier hätten wir Spieler dann schon mal die offene Welt, die Bautools, das besonders offene Gameplay mit eigenen Editoren für jeden Aspekt des Spiels und das generelle Gameplay antesten können, natürlich noch in einer unfertigen Version. Wie in einem kürzlich erschienenen Video auf dem YouTube-Kanal der Entwickler verraten wurde, wird sich dieser Zeitpunkt aber deutlich nach hinten schieben. Der neue Zeitpunkt, zu dem die Lebenssimulation von den Machern von Cities Skylines im Early Access erhältlich sein wird, ist der 5. März 2024. Also grob ein halbes Jahr. In dieser Zeit sitzen die Entwickler aber nicht untätig herum, sondern wollen einige Aspekte des Spiels noch deutlich erweitern. So wird in diesem Zeitraum ganz besonders nochmal die Grafik überarbeitet, welche mit besseren Animationen, Lichteffekten, dem Aussehen der Menschen und mehr erweitert werden. Dies ist auf jeden Fall ein guter Schritt, gerade da dieser Aspekt von vielen Spielern schon öfters kritisiert wurde und einigen von euch bis jetzt eher weniger gut gefallen hat. Weiter soll das Gameplay noch ausgebaut werden, welches sich aus meiner Sicht aktuell sehr stark auf die extrem weitläufigen Möglichkeiten, was im Spiel alles angepasst werden kann, fokussiert und weniger auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ansonsten soll auch die Benutzeroberfläche einen neuen, schönen Anstrich erhalten, die zum aktuellen Stand ein wenig altbacken aussieht. Hierzu wollen die Entwickler auch schon demnächst einen neuen Einblick teilen, dazu bleibt es auf jeden Fall weiter spannend. Außerdem sollen die Möglichkeiten beim Modding erweitert und noch mehr Fehler behoben werden. Das sollte natürlich einen besonders hohen Stellenwert haben. Für alle, die es interessiert, teilen die Entwickler auf allen möglichen Plattformen noch mehr Einblicke und Infos zu den verschiedensten Aspekten des Spiels. Und auch ein halbstündiges Let's Play lässt sich hier auffinden. Ein Aspekt von Life by You ist zum Beispiel die komplett spielbaren Karrieren, also wie in diesem Fall die Barista-Karriere. Hier müsst ihr euch um die Kunden kümmern, den Laden sauber halten und könnt den Menschen bei allem richtig zusehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut einfach in der Beschreibung vorbei, hier findet ihr alle wichtigen Infos. Was denkt ihr zu Life by You? Freut ihr euch auf mehr Konkurrenz zu den Sims? Oder werdet ihr auf jeden Fall bei The Sims 4 bleiben? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.